vielleicht das auch kein Anlass zu einer Kur. Dann war das vielleicht nur ein noch nicht richtig oder einfach nur schulmedizinisch zu behandelndes Geschehen. Wie oft ist denn überhaupt eine Kur sinnvoll? Einmal mehr, zweimal mehr, alle drei Jahre? Alle vier Jahre wird das gewöhnlich gemacht, es sei denn, es gibt Dringlichkeiten oder es handelt sich um ein anderes Krankheitsgeschehen. Dann gilt das natürlich für dieses andere Krankheitsgeschehen nochmal aufs Neue, aber auch nicht so einfach. Mhm. Man heißt das trotzdem, der war doch schon mal vor zwei Jahren. Das muss man dann extra begründen. Möglich ist es, aber es wird heutzutage doch alles ein bisschen im Einzelfall zu beurteilen, sagen wir mal, die Krankenkassen also und die Rentenversicherung gar nicht über so viel verfügen. Es muss schon sehr genau nachgeguckt werden, ob die Berechtigung besteht. Also, habe ich ein Recht auf eine Kur? Also alle wie viele Jahre habe ich sozusagen das Recht zu sagen, ja, ich war zwar schon mal, aber jetzt ist Zeitraum X vorbei, ich darf wieder? Notwendig ist für das Recht, dass ich chronisch krank bin oder dass eine Krankheit so oft auftritt, dass eine Chronifizierung, also dass es dann chronisch wird und nicht mehr von alleine weggeht, zu befürchten ist oder dass es eben noch nicht chronisch ist, aber schon das Leben sehr stark beeinträchtigt. Erst recht natürlich chronische Erkrankungen, vor allen Dingen die, die dann auch mit der Zeit zunehmen. Dann allerdings nicht in den aktiven Entzündungsphasen, wie beim Parkinson zum Beispiel, wie wir das ja eben gehört haben. Also das sind so die Begründungen für eine Kur. Es gibt die reine Vorsorgekur, die sagt, ich habe noch gar nichts, aber ich möchte auch nichts bekommen. Das wird nur theoretisch in Diskussionsrunden abgesondert, aber das wird, glaube ich, nie praktisch durchgeführt. Und ich glaube, es ist auch ein kompliziertes Thema. Deswegen nochmal der Hinweis, Merkblatt haben wir vorbereitet. Vielen Dank Ihnen, Dr. Höhn. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt wieder zurück nach Berlin. Ja. Und ich darf unseren Zuschauern noch verraten, wer denn morgen mein Gast ist. Das ist ein sehr bekannter Fußballer, den kennen wahrscheinlich sogar nicht Fußballfreunde. Ob als Spieler, Trainer oder Sportfunktionär, Matthias Sammer erfüllt seine beruflichen Aufgaben immer mit Leidenschaft und Führungsqualität. Als Fußballer war er ein Musterprofi, gewann zahlreiche Titel. Nach seinem Karriereende wurde er als jüngster Trainer deutscher Meister. Seit 2006 macht er sich als DFB-Sportdirektor vor allem für den Nachwuchs stark. Matthias Sammer. Also dann bis morgen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Für heute einen schönen Feierabend und ich freue mich auf Sie. Ich hab einen Hunger. Das hast du doch immer. Peter, du bist einfach widerlich. Na los, du blöde Schlange, geh wieder rein da. Geht ihr noch mit zum Thomas? Ich weiß nicht. Was willst du von ihm? Ich will mein Puzzle tauschen. Oh, da komm ich mit. Ich gehe nach Hause. Meine Mutter wartet mit dem Essen. Tschüss. Einen schönen guten Tag, Herr Pfarrer. Einen schönen guten Tag, Herr Pfarrer. Ah. Hallo? Guten Tag, mein Junge. Und was gibt dir Thomas dafür? Ich krieg seine Trillerpfeife. Und? Willst du die dann auch wieder tauschen? Vielleicht. Aber dafür muss mir einer was ganz Besonderes bieten. Eine Eisenbahn oder sowas. Schau mal da. Die haben heute schon wieder ihren Waschtag. Du machst alles voller Seife. Thomas! Hier! Ich habe das Puzzle!
Gib mir die Pfeife! Hast du sie? Ja, ich hol sie! Bring mir Wasser, Matthias! Beeil dich! Das ist sehr schwer! Ja, ja, das ist immer eine Ausrede! Jetzt komm schon! Und ist das kalt! Gib mir die Pfeife, Mutter! Die spinnen doch, sich jeden Tag zu baden und zu waschen. Ich würde mit der Badewanne was ganz anderes machen. Ich würde daraus ein Piratenschiff machen. Nicht hergucken. Warum denn nicht? Der Markus hat keine Anziehsachen an. Na und? Wir sind anständige Kinder. Wir auch. Dann schmutzige, schmutzige Bande. Wirklich schade, das ist so eine schöne Badewanne. Diesen Schweinkriechern gehört. Und die können nichts anderes tun, als sich darin zu baden. So eine Verschwendung. Ich würde als Händler um die ganze Welt segeln. Wie Marco Polo über alle Meere. Und du wärst ein Pirat, der seine Beute mit mir eintaucht. Ja, das wäre toll. Das ist doch zu blöd, dass wir keine Badewanne haben. Tschüss, wir treffen uns morgen. Tschüss. Eine Priester holen. Von euch euren Vater gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen. Auf der Anricht ist ein Zettel. Hey! Oh Gott. Mann, ist irgendwas nicht in Ordnung? Nein, im Kühlschrank ist noch Orangensaft, Kinder. Hey, Mann, kann ich einen Fünfer haben, einfach so für nichts? Nimm ihn aus meiner Handtasche. Hier stimmt irgendwas nicht, das ist sicher. Ja, ich hätte einen Zehner verlangen sollen. Hast du einen Entkalker für mich? Ja, ich habe einen Entkalker. Ich habe aber keine Ehe. Oh. Und wo ist der Entkalker? Jackie, die Sache ist ernst. Was hat der denn angestellt? Ich muss heißen, was hat er heute Nacht im Schlafzimmer nicht angestellt? Na, wegen einer Nacht. Es war Mittwochnacht, die Nacht. Das ist ein Scherz. Ihr zwei habt eine Nacht? Ja, wir haben eine Nacht. Es ist nicht nur Mittwoch, aber es ist immer Mittwoch. Habt ihr auch eine Zeit ausgemacht? Ja, 20 Minuten oder so lange, bis ihr einen Krampf kriegt. Dann solltet ihr nach dem Essen mindestens eine halbe Stunde warten. Hör mal, das System funktioniert seit 17 Jahren. Und gestern Nacht schleicht er sich um 3 Uhr nach Hause wie ein Einbrecher. Und dann haut er vorm Frühstück wieder ab und hinterlässt nur einen Zettel als Entschuldigung. Na und, er hat einen Mittwoch ausgelassen. Schon 2 Mittwochs. Also gut, dann hat er 2 ausgelassen. Das ist doch kein